Werden Sie wieder gesund, Sophia. Wir brauchen Sie hier alle. Was haben Sie denn erwartet? Schließlich sind Sie Richter und ich bin Bulle. Ich wüsste nicht, was das damit zu tun hat. Aber es hat alles damit zu tun. Wenn ich nicht mehr Erfolg habe als Sie, sitzen die Einwohner von Santa Barbara in der Sie Kelle. Müssen ja gar nicht so viel besser sein. Vor Ihnen steht der Ersatzmann des Olympischen Schützenteams von 1972. Oh, ich finde, Sie haben ganz gute Arbeit geleistet, aber Sie wissen ja, was man über das Alter sagt. Es soll gewisse Auswirkungen auf die Wahrnehmung Sie haben. Sie nehmen den Mund ja ganz schön voll, alter Junge. Hören Sie zu. Wir werden das hier wiederholen, wenn ich ein bisschen besser in Form bin. Und dann werde ich es Ihnen heimzahlen. Werden wir ja sehen. Wo ist die Waffensammlung, von der Sie mir erzählt haben? Moment, ich hole Sie. Ich bin gleich zurück. Sagten Sie nicht, Sie hätten einen alten Colt? So ist es. Um 1900 gebaut, funktioniert nach dem Single-Action-System. Hm. Jahrhundertwende? Er hat übrigens meinem Großvater gehört. Er kämpfte unter Pancho Villa. Sehen Sie mal. Ja, ist er das? Ja. Hübsch, nicht? Darf ich? Klar. Sie erinnern an fabelhaft. Ganz nett, das liegt super in der Hand. Allerdings, wirklich beeindruckend. Ja, mein ganzer Stolz. Cruz, sind Sie, dass ich... Oh, das tut mir leid. Oh, ich wusste nicht, dass Sie da sind. Ich hatte frei und da dachte ich, ich helfe Ihnen mit den Kindern. Alles in Ordnung? Tut mir leid, ich habe Angst vor Waffen. Was, die ist völlig ungefährlich. Da sind keine Patronen drin. Darf ich vorstellen, David Raymond, Suzanne Collier. Freut mich, Sie kennenzulernen. Entschuldigen Sie bitte. Schon in Ordnung. Würden Sie bitte mal aufmachen, bevor wir damit noch jemand anders erschrecken? Tut mir wirklich leid. Sie geben mir immer wieder Rätsel auf, Cruz. Ich wusste gar nicht, dass Sie so viel Begeisterung für Waffen aufbringen. Sie sind zwar Polizist, aber dass Sie die sammeln... Der Kram hier hat eine sehr lange Geschichte. Die meisten Stücke dieser Sammlung stammen aus Familienbesitz. Ach, wirklich? Ja. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Hallo, ich muss mit dir über die Sache von... Was machst du denn hier? Warten, ich hab gewusst, dass du kommst. Das glaube ich dir nicht. Ich weiß mehr über dich, als du denkst. Ich wusste nicht, dass er da drin ist. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf, Craig. Tut mir leid, falls es sich so angehört hat. Ich kenne doch meinen Sohn, das hätte ihn sowieso nicht aufgehalten. Naja, er hat wirklich seinen eigenen Kopf. Ich will nicht, dass er mit Sophia allein ist. Er ist so verdammt unberechenbar und ich weiß nicht, wie sie reagiert, wenn sie aufwacht. Ich weiß, der gefriert an das Blut. Hören Sie, falls er wiederkommt, werde ich mich an seine Fersen heften. Ich danke Ihnen sehr. Katharina, wo willst du denn hin? Ich drehe meine tägliche Runde. Du wirst bald so gut in Form sein, dass du uns alle beschämst. Sehen wir dich heute zum Essen? Naja, ich... Ihre kleine Verlegenheitsgeste ist absolut unverwechselbar. Treffen Sie sich mit jemandem? Ich finde nicht, dass Sie das etwas angeht. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Katharina, warte! Weißt du, du wirst verdammt dreckig aussehen, wenn deine kleine Freundin kommt. Wie bitte? Die kleine Blonde. Ach, so wie die dich ansieht, denkt sie sicher, du seist das Größte seit der Erfindung des Hamburgers. Verzeihung, kenne ich sie? Nein. Aber ich kenne dich. Du bist der Vergewaltiger, habe ich recht? Machen Sie, dass Sie wegkommen, Mann. Schade, Kumpel. Aber von einem Schwein wie dir lasse ich mir nichts sagen. Katharina, bitte, ich möchte mit dir reden. Ich bin spät dran. Ich wusste gar nicht, dass man beim Wandern unter Zeitdruck steht. Vielleicht nimmst du dir doch einen Moment Zeit. Verdammt, wer ist denn das schon wieder? Ich gehe schon. Hallo, Katharina. Hallo, Sissi. Hast du meine Nachricht Was bekommen? Was für eine Nachricht? Es geht um die Hochzeit. Ich muss mit dir und Kelly über Maisons Hochzeit sprechen. Würdest du bitte nebenan warten? Ich rede mit Katharina, bitte. Hier fühlt man sich einfach immer willkommen.
Was für eine Überraschung, Sie hier anzutreffen. Wo sollte ich denn sonst sein? Wo sollten Sie sonst sein, wenn nicht hier? Und wieso sind Sie hier? Oh, haben Sie noch nichts von der Hochzeit gehört, die uns bevorsteht? Ich organisiere die ganze Sache. Wo wollen Sie denn hin, Gina? Zu Sophia. Auf keinen Fall. Oh, Craig, lassen Sie los! Sie gehen da nicht rein. Sie sind so eine Plage. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Sie sich einmischen. Ach, wissen Sie, ich kenne die ganze Geschichte mit Ihnen und Sophia. Ich kann es nicht verantworten, dass Sie ihr die Ohren über Ihre Schwangerschaft vollquatschen. Sie ist doch völlig weggetreten. Wen kümmert es denn, was ich ihr erzähle? Mich schon. Und da wir nicht wissen, wie viel sie hören kann, lassen wir nichts anderes an sie herankommen als echtes Mitgefühl und Liebe. Was soll der Schwachsinn, Craig? Was soll dieses Wir-Gefasel? Sie sind kein Capwell, mein Bester. Hat man etwa vergessen, Sie im Lauf der letzten Tage daran zu erinnern? Na ja, apropos Capwells, Ihr kleiner Capwell macht sich wohl auch langsam bemerkbar. Was wollen Sie denn damit andeuten? Ist es nicht etwas früh, um so viel zuzunehmen? Craig, man sieht mir überhaupt noch nichts an. Ich weiß nicht. Ich an Ihrer Stelle würde mich etwas zurückhalten. Sie brauchen jetzt noch nicht für zwei zu essen, verstehen Sie? Vielleicht hat es wie ein Verhör geklungen. Es ist mir nun mal so herausgerutscht. Ich hatte nicht vor, indiskret zu werden. Manchmal kann ich einfach nicht anders. Es ist Ihr gutes Recht zu fragen, wen Sie zum Essen erwarten können. Ich war vorhin unhöflich, Entschuldigung. Weißt du, du benimmst dich einfach nicht wie die Katharina, die wir alle kennen und lieben. Und das macht mir Kummer. Ich nehme Ihnen das auch nicht übel. Sie sind so großzügig gewesen. Ich habe dich mit meiner Großzügigkeit nicht sehr glücklich gemacht. Es ist nur so, dass... Ich sollte gar nichts sagen. Doch, das solltest du. Ich möchte wissen, was dich bedrückt. Das ist schwer, weil ich mich Ihnen verpflichtet fühle. Du brauchst dich mir aber nicht verpflichtet zu fühlen. Das ändert nichts daran, dass ich es tue. Und ich habe Gründe dafür. Bitte sage sie mir. Ich habe gerade etwas erfahren. Eine Wahrheit, die mir die Augen geöffnet hat. Und was ist das? Dass manche Leute nicht so perfekt sind, wie ich gedacht habe. Katharina, ich bin schon eine ganze Weile auf der Welt und inzwischen habe ich ein paar Dinge begriffen. Unter anderem, dass die Wahrheit, wie du sie eben genannt hast, manchmal etwas sehr Gefährliches und Mächtiges sein kann. Und solche Wahrheiten können womöglich andere Wahrheiten auslöschen und Menschen auf falsche Fährten bringen. Wie kann eine Wahrheit eine andere auslöschen? Dann muss sie von Anfang an falsch gewesen sein. Wenn du älter wirst, wirst du merken, dass manche Wahrheiten schwer fassbar und sogar widersprüchlich sind. Das glaube ich einfach nicht. Weißt du, wie ich die ganze Sache einschätze? Ich glaube, dass du rebellierst. Ich glaube, dass du etwas über mich herausgefunden hast, was dir nicht gefällt. Und du hast recht, ich bin nicht perfekt. Ich habe nie vorgegeben, perfekt zu sein. Ich bin noch nicht einmal annähernd perfekt. Es geht hier nicht um sie. Ich liebe dich wie eine Tochter. Und ich möchte nicht, dass du dich beeinflussen lässt von dem, was du über mich im Gerichtssaal gehört hast. Tu nichts, was du bereuen könntest. Wissen Sie, was ich bereue? Ich bereue es, in so einer unwirklichen Welt zu leben. Mein Zuhause in Deutschland war unwirklich. Dieses riesige, reiche Haus ist unwirklich. Wo ist die Realität, Sisi? Wie kann ich mir sicher sein, dass sie überhaupt existiert? Die einzige Realität im Leben ist die Liebe, Katharina. Die Liebe und die Familie. Noch vor kurzem hätte ich das, was Sie da sagen, unwidersprochen hingenommen, aber ich habe mich verändert. Nein, das hast du nicht. Du bist doch noch die gleiche. Du hast noch dieselben Wertvorstellungen wie früher. Womöglich sind es die falschen. Sowas darfst du nicht sagen. Wieso? Wollen Sie denn nicht, dass ich mich verändere? Natürlich will ich, dass du dich veränderst. Wir verändern uns ja alle. Wir werden alle erwachsen. Aber du bist so liebenswert. Wirklich. Du bist schön und einzigartig und wundervoll. Und ich will einfach nicht, dass du dich durch unsere Sorgen und unsere Schwächen und, wie soll ich sagen, unsere schlechten Erfahrungen beeinflussen lässt. Ich möchte, dass du dich zum Guten veränderst. Aber was haben Sie denn? Früher hatte ich solche Gespräche auch mit Kelly und Mason und Ted und Eden. Es hat ihnen nicht geholfen. Und jetzt will ich dir Vorträge halten. Ich bin froh, dass wir uns unterhalten, Sisi. Vergib mir.
Ich habe so getan, als hätte ich auf alles eine Antwort. Nein, ich habe auf nichts eine Antwort. Tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Sisi! Hören Sie mal, ich bin nicht in der Stimmung, mich zu streiten, oh, klar? Oh, verstehe. Du sehnst dich also nach einer heilen Welt, in der du in aller Gemütsruhe arbeiten und vergewaltigen kannst. Wieso zum Teufel verschwinden Sie nicht endlich? Hast du das hier für deine kleine Freundin gemacht, ja? Hey, lassen Sie die... Weißt du, ich glaube, du wirst es leicht haben. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber ich glaube, du musst sie nicht mal vergewaltigen. Schenke doch einen Blumenstrauß. Jetzt habe ich aber genug. Lass sie nicht. Los! Nimm die Finger weg, du verdammter Mistkerl! Du wirst bereuen, was du getan hast, Freundchen. Weißt du, wozu ich Lust hätte? Auf sowas hier. Nimm deine Dreckpfoten weg! Komm, komm her, mein Freundchen. Na, komm schon. Los, komm noch. Beweg dich. Wird bald? Was machen wir denn jetzt, hä? Nein, 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 bitte, das kannst du doch nicht machen. So habe ich doch nicht gemeint, wirklich nicht. Ach ja? Na, schön, ich lass dich laufen. Gut. Ich lass dich laufen. Du stehst jetzt auf und nimmst deine Beine unter den Arm. Verstanden? Okay. Ist das klar? Geht klar. Steh auf. Na los, verschwinde. Na, wird's bald. Hau ab! Ich habe den Bericht über Clausen eingereicht. Hast du ihn nicht erhalten? Deshalb bin ich ja hier. Ich wollte mit dir darüber reden. Euer Ehren, würden Sie uns einen Moment entschuldigen? Sicher. Wir können das nicht aufschieben. Willst du das wirklich in Davids Anwesenheit besprechen? Ich will hoffen, dass er freiwillig weghört, denn wir brauchen einen knallharten Richter in dieser Sache. Also, wenn wir schon darüber sprechen, eigentlich brauchen wir gar keinen Richter, denn wir haben ja auch gar keinen richtigen Fall. Aber natürlich haben wir einen Fall. Hast du denn den Bericht nicht gelesen? Clausen wurde dabei beobachtet, wie er das Kokain aus dem Fenster geworfen hat. Es ist sichergestellt worden. Ehrlich gesagt habe ich diesen Bericht selbst geschrieben und es kommt wohl alles auf die Aussage des Officers an. Siehst du da irgendein Problem? Nein, ganz und gar nicht. Abgesehen davon, dass Clausen behauptet, ihm sei der Stoff einfach untergeschoben worden. Und da es keine stichfesten Beweise gibt, schätze ich, dass die Geschworenen ihm glauben werden. So darf man das nicht sehen, finde ich. Du kennst diesen Clausen noch nicht. Er hat eine überaus starke Persönlichkeit und ein makelloses Führungszeugnis. Und darüber hinaus ist die Polizei heutzutage nicht besonders angesehen. Hat der Officer denn gelogen? Natürlich nicht. Er ist der Polizist. Mhm. Auf Clausen wartet eine große Zelle mit seinem Namensschild. Das ist dein Job. Entschuldigung, Cruise, Chip hat eine Überraschung für Sie. Hätten Sie mal einen Augenblick Zeit? Natürlich, ich bin gleich wieder da. Das heißt, ich greife dir wohl zu wenig durch, was? Das war doch nur ein Scherz. Na schön, es war nicht witzig und vielleicht überflüssig. Hinter einem Witz kann schon eine Menge Wahrheit stecken. Ich weiß genau, wenn du etwas verbirgst. Ich verberge nichts, David. Ich fühle mich bloß ein wenig unwohl, wenn du den Vorsitz in einem meiner Fälle hast. Nach deinem sagenhaften Auftritt im Fall Jameson, also ich bitte dich, Julia, das ist doch nicht dein Ernst. Es ist dir bestimmt nicht peinlich, wenn ich den Vorsitz habe. In Wahrheit bist du dir bei dem Fall nicht sicher, habe ich recht? Wahrscheinlich musst du alle Tricks anwenden, die ich dir gezeigt habe. Ja, du hast vermutlich bloß Angst, dass ich dich durchschauen könnte. Jetzt mach aber mal halblang. Der Fall ist doch ganz eindeutig. Naja... Ich wollte den Bruder vorladen, aber du hättest sicher sofort erkannt, was ich damit bezwecke. Falls ich den Fall verhandeln muss, lehne ich es garantiert ab. Viel Glück. Danke. Wenn du dich in was verbissen hast, siehst du hinreißend aus. Schmeicheleien kommen heute nicht bei mir an. Bleibt es bei heute Abend? Weißt du, ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, ob das wirklich so gut ist. Wieso denn nicht? Weil du eine Frau hast und ich könnte mir vorstellen, dass sie sich fragt, wo du warst.
Ist dir bewusst, dass es für dich sehr bequem ist, dass ich verheiratet bin? Wie bitte? Das liefert dir einen guten Grund, einen alten Freund abblitzen zu lassen. Ich glaube, du verstehst mich nicht. Ich lasse keinen Freund abblitzen. Ich bin allerdings nicht so sicher, ob es nur um Freundschaft geht. Nein, nicht ausschließlich. Das bringt mich etwas in Verlegenheit, David. Also, das ist wirklich nicht meine Absicht gewesen. Er hat den ganzen Vormittag geübt. Ich danke Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Er ist seit ein paar Wochen ganz wild darauf, dass ich es ihm beibringe. Hören Sie, meine Aktien sind um 100% gestiegen, seit er gesehen hat, dass eine leibhaftige Frau auf ihren Händen stehen kann. Das ist toll. Versuch es gleich nochmal. Ganz toll. Ja, mach's nochmal. Wir sehen zu. Verdammt. Alles in Ordnung? Ja, sicher. Ich dachte nur gerade daran, dass Eden dieses Buch hatte, in dem sie ungefähr einmal pro Woche aufgeschrieben hat, was die Kinder inzwischen alles getan und dazugelernt haben. Sie sollte das hier sehen. Wir werden sie finden, Cruz. Ja, ich weiß. Zumindest wissen wir, dass sie noch lebt. Und genauso hart wie wir darum kämpfen, sie zu finden, kämpft auch der Teil von ihr, der wieder nach Hause kommen will. Ja. Habe ich mich eigentlich schon bedankt? Ach, wofür? Naja, für alles, dass sie mir mit den Kindern helfen und dafür, dass sie gemeinsam mit mir ihre Briefe durchgegangen sind. Sie haben so vieles für uns getan. Ich bin Ihnen wirklich dankbar dafür. Aber eins muss ich sagen. Sie sind zwar sehr eng befreundet gewesen, aber es ist zu viel verlangt, dass Sie Ihr eigenes Leben völlig aufgeben, um nur für uns da zu sein. Ich habe hier etwas gefunden. Etwas vollkommen Neues. Ich hätte nie gedacht, wie gern ich aus Bilderbüchern vorlese oder mit den Kindern unten an der Bucht spazieren gehe. Plötzlich merke ich, dass ich neue Freunde finde und meine Malerei wird besser. Ich denke, dass es auch für mich sinnvoll ist, jetzt hier zu sein. Sie müssen mir nicht dankbar sein. Ich tue nur, was ich tun möchte. Ich war mir nicht sicher. Aber ich finde, Sie sollten es wissen. Vielleicht habe ich mich ja auch getäuscht. Danke, dass Sie es mir gesagt haben. Wie sehr ich dich brauche. In all der Zeit, während ich darauf warte, dass du wieder aufwachst, habe ich eingesehen, wie unzulänglich. Nein, wie viele Fehler ich in meinem Leben gemacht habe. Die Entscheidungen über das Leben der Kinder, über dich. Einfach vieles falsch. Es war mir ein Vergnügen. Nächstes Mal zeige ich Ihnen, was zielen hast. Darauf verwette ich glatt meinen Arsch. Ich hoffe, du hast das nicht gehört. Vorsicht, sonst gibt es eine Verwarnung. Wir sehen uns heute Abend. Cruz, ich muss jetzt wieder ins College. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. In Ordnung, Susanne. Also, er ist schon ein toller Kerl. Und jetzt ziehst du dich zurück und hängst dein Fähnchen in den Wind?
Na schön, ich habe dir die Sache nicht ganz leicht gemacht, aber ich will sie schnappen. Genau, das will ich auch. Deswegen brauchen wir auch mehr Beweise. Nichts liegt mir ferner, als dich bei den Ermittlungen zu behindern. Wenn jemand sie mit dem, was wir haben, zu fassen kriegt, dann bist du das, aber... Ich tue ja schon mein Bestes. Sag mal, du und unser Richter, ihr kennt euch wohl schon eine Weile, was? Ja, er war mein Professor für Jura. Aha. Was willst du denn damit andeuten? Naja, ich habe mich nur gefragt, was da gelaufen ist. Ihr zwei scheint euch ja doch ziemlich nahe zu stehen, nicht? Ich glaube, ich bin einfach meinem Instinkt gefolgt. Wenn es drüber und drunter ging, dann kam ich immer her und redete mit Eden. Dann redest du mit Eden, aber wenn sie nicht da war, hast du mit mir geredet. Also, bitte, sei so frei und rede. Mason. Es ist furchtbar, wirklich furchtbar. Es ist schwerer, als ich angenommen habe, schwerer, als ich es mir eingestehe. Ja, offenbar. Es hat mich sehr überrascht, weißt du, ich dachte, ihr zwei würdet es irgendwie hinkriegen. Und dann lese ich in der Zeitung von seiner Verlobung mit Cassandra. Ehrlich gesagt möchte ich nicht, dass du mich für egoistisch hältst, aber ich hoffe, er hat sie nicht gebeten, seine Frau zu werden, weil er es mir heimzahlen will. Wer hat den Schluss gemacht? Du? Ja. Haben sich deine Gefühle für ihn verändert? Nein. Warum dann? Weil wir uns streiten. Er trinkt, wir streiten uns. Er lügt, wir streiten uns. Wir streiten uns. Ja. Schon klar, aber weißt du, im Augenblick gebe ich alles darum, mich mit Eden zu streiten. Ein richtig schöner, handfester Streit, bei dem die Fetzen fliegen und ich wäre im siebten Himmel. Es ist nicht dasselbe wie bei euch. Alle wissen, dass ihr jeden Sturm überstehen werdet. Bei Mason und mir werden die Auseinandersetzungen immer heimtückischer, bis wir dann endgültig scheitern. Und du, glaubst du, dass mit David alles ganz anders wird? Also, was ist? Aber wieso? Er ist nur ein Freund. Weißt du, das ist alles gut und schön. Aber lass uns bei der Wahrheit bleiben. Was läuft wirklich zwischen euch? Es läuft ganz und gar nichts zwischen uns. Cruz, er ist ein Freund. Ja, ich weiß, aber... Ich mag ihn. Ich meine, ich kann mich mit ihm unterhalten. Über mich selbst, über das Gesetz, über vergangene Zeiten. Wirklich. Das mag ja sein, aber ich habe das Gefühl, dass sein Interesse an dir sich nicht darauf beschränkt. Ich kann es ihm nicht verübeln, aber... Ich denke... Wie du willst. Na schön, wenn wir schon bei der Wahrheit sind. Erklär mir doch mal, warum Suzanne dich immer so komisch ansieht. Wie soll mich Suzanne denn schon ansehen? Ach komm, erzähl mir nicht, dass es dir nicht aufgefallen ist. Das ist wirklich wunderschön, Suzanne. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Es ist fantastisch. Ich danke Ihnen. Wissen Sie, ich... Ich musste immer daran denken, wie Eden in meine Rolle geschlüpft ist, als ich es gemalt habe. Und wie sie dann wiederkam und es schaffte, ihnen in die Arme zu laufen, um dann wieder zu verschwinden. Vielleicht gebe ich dem zu viel Bedeutung, aber ich habe einfach das Gefühl, dass sie... Dass sie vielleicht versucht hat, uns zusammenzuführen? Ist das so abwegig? Naja, ich weiß nicht. Das habe ich mir selbst schon überlegt. Immerhin hat sie sich mit ihnen identifiziert. Sie ist mir nach North Carolina in ihr Haus gefolgt. Naja, wer weiß, vielleicht hat sie riskiert, erwischt zu werden, nur um sicherzugehen, dass wir uns treffen. Vermutlich war es wichtig für sie, dass wir uns kennenlernen. Weil sie nun mal jemand sind, der ihr sehr nahe steht. Jetzt hören Sie schon auf, Craig. Sie sind ja in letzter Zeit auch nicht gerade ein Partylöwe gewesen. Man sieht sie weder mit Kelly, noch mit Julia, noch mit sonst wem. Soll ich Ihnen eine Kopie meines Terminkalenders zuschicken? Das ist wirklich nicht nötig. Ich weiß ja Gott sei Dank, wo ich sie finden kann.
Sie trotteln hinter Sissi her wie ein Cockerspaniel mit einer Ente im Maul. Naja, das ist immer noch besser, als herumzulaufen und alle Welt mit der Frage zu beschäftigen, wer ist der Vater meines Kindes? Psst. Irgendwas Neues? Rosa dachte, sie hätte was gehört, aber alles scheint unverändert. Oh, das tut mir leid. Aber was ist mit ihr? Ist sie etwa aufgewacht? Du bist noch hier? Gibt's von dir etwas Neues? Unser Kontaktmann aus Skandinavien wollte heute anrufen. Rufen Sie ihn an, ich kümmere mich um Sie. In Ordnung. Es war mal wieder ein Vergnügen. Bevor du auch nur ein einziges Wort über Masons und Cassys Hochzeit verlierst, es interessiert mich wirklich nicht. Ich habe mit Kelly und Quinn genug durchgemacht. Wir wissen beide, wie es ausgegangen ist. Also versuch bitte nicht, mich herumzukriegen, dorthin zu gehen. Ach, Sissi, es schmeichelt mir, dass du befürchtest, ich könnte dich herumkriegen. Und nachdem, wie Mason sich aufgeführt hat, bezweifle ich, dass er die Nerven hätte, dich überhaupt einzuladen. Und warum bist du dann hier? Ich wollte dir nicht auf die Nerven fallen. Weißt du was? Du siehst total erledigt aus. Du machst dir sicher große Sorgen um Sophia. Warum gehst du nicht einfach nach oben und legst dich hin? Du siehst müde aus, wirklich. Ich bin müde. Da hast du schon recht. Na los. Geh nach oben. Ich find schon selbst raus. Danke. Siehst du? Im Grunde bin ich gar nicht so übel. Gut, danke für die Information. Ich bespreche das mit Sissi. Also, wenn ich mehr weiß, rufe ich zurück. Bis bald. Craig, hätten Sie etwas Zeit für mich? Oh, na schön, dann werde ich mich mal warm anziehen. Genau das meine ich. Was? Was meinen Sie? Eigentlich kennen wir uns doch kaum und trotzdem gehen wir beide recht gnadenlos miteinander um. Gina, in meinen Augen sind Sie ein Stück Stacheldraht, das laufen und sprechen kann. Wie meinen Sie das? Ich habe Ihnen doch noch gar nichts getan. Nein, gar nichts. Ich schütze mich schon im Voraus. Auch ich würde gern so lange als unschuldig gelten, bis das Gegenteil bewiesen ist. Sie haben gestohlen. Sie sind schuldig. Wissen Sie nicht mehr, Sissis Sperma? So würde ich das nicht bezeichnen. Es war Leidenschaft, würde ich sagen. Außerdem wollte ich ihn nie an die Leine legen. Ich habe es getan, weil er zu den wenigen Auserwählten gehört. Auserwählten? Ja. Es gibt nur wenige Menschen, die von der Medizin als, sagen wir, beinahe vollkommene Menschen eingestuft werden und die man um ihre Spende bittet. Und Sissi ist einer von ihnen. Also warum sollte ich mir keinen beinahe perfekten Vater für mein Kind wünschen? Ich habe eine Neuigkeit für Sie. Sissi wird nicht der perfekte Vater sein. Er wird überhaupt kein Vater sein. Vielleicht der biologische, aber bestimmt nicht so einer, der am Sonntagnachmittag mit dem Kind auf der Wiese Fußball spielt. Woher wollen Sie das wissen? Weil ich mit ihm darüber geredet habe. Ich glaube nicht, dass Sissi weiß, was er empfindet, wenn er sein eigenes Baby im Arm hält. Sie sind wohl der Meinung, dass er wie Butter dahinschmilzt. Was zeichnet Sie als Fachmann für Sissi Kerpen aus? Meine enge Zusammenarbeit hier mit ihm. Ich war mal seine Frau und das sogar zweimal. Er sagt, die Zeit war für ihn eine Abkehr vom gesunden Menschenverstand. Mein Entschluss, von ihm schwanger zu werden, hatte nur mit der hervorragenden Qualität seiner Gene zu tun. Ist das alles? Nicht mehr? Naja. Haben Sie nicht mehr gewollt? Eine Frau kann immer auf mehr hoffen. Wer würde das nicht tun? Ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass Sie sich ein schönes Zuhause und einen Ehemann suchen. Einen richtigen Vater, der für Sie und Ihr Kind sorgen kann. Gründen Sie eine Familie. Ich will Ihnen was sagen. Wenn Sie so zauberhafte Rezepte für mich haben, dann wäre es schön, wenn Sie auch gleich die entsprechenden Zutaten mitliefern würden. Kommen Sie, Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes weismachen, Gina, dass Sie sich nicht umsehen. Vielleicht finde ich ja noch jemanden. In 100 oder 150 Jahren, dann schneidet der Traummann einfach zur Tür rein. Was ist denn los mit Ihnen? Sie sind doch schlau. Also jetzt erzählen Sie mir bloß nicht, ich soll zu Kaffeekränzchen in die Kirche gehen oder Kurse für Fortgeschrittene in der Volkshochschule besuchen. Es gibt Heiratsinstitute. Ach, ich bitte Sie. Können wir nicht einfach mein Leben so wie es ist vergessen? Lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Wer braucht denn schon Männer? Also ich würde gern jemanden finden und dann Wurzeln schlagen. War das vielleicht ein Heiratsantrag? Ach, nicht doch. Ich vergaß, dass Sie ein Waisenkind sind. Das erklärt natürlich auch Ihre Sehnsucht nach einer Familie und nach Geborgenheit. Vermutlich genießen Sie es sogar am Samstagabend im Kreise der Familie fernzusehen oder was. Was ist denn so schlimm daran? Ich finde einfach, dass die Familie ständig überbewertet wird, zumindest aus meiner Erfahrung. Und ich würde Ihnen dringend raten, denken Sie noch mal darüber nach. Denken Sie an die überhöhten Kreditkartenrechnungen und die verstopften Toiletten. Okay, na schön, jeder soll auf seine Weise glücklich werden. Jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe noch zu arbeiten. Danke.
Jetzt haben wir uns fast, na, beinahe 3 Minuten unterhalten. Und uns eigentlich ganz gut vertragen. Oder nicht? Erstaunlich, nicht wahr? Ja, das ist bestimmt ein neuer Rekord. Übrigens, ich finde schon selbst den Weg zur Tür. Und über das, was Sie gesagt haben, werde ich intensiv nachdenken. Gut, aber überanstrengen Sie sich nicht. Wir sehen uns heute Abend. Laufen. Ich gehe einfach alleine laufen. Dann werde ich nämlich nicht da sein, wenn er zum Joggen hierher kommt. Was soll denn dieses Theater, Julia? Du hast gar keinen Grund zum Weglaufen. Nein, alles ist wundervoll. Du brauchst dir also überhaupt keine Sorgen zu machen. Hm? Alles verwüstet. Pflanzen. Was ist passiert? Was? Wer war das? Wer war das? Ich habe mich geprügelt. Geprügelt? Er wollte sich nicht mit mir anlegen, also hat er es an den Blumen ausgelassen. Oh, weshalb um alles in der Welt habt ihr euch geprügelt? Ich hab nicht angefangen, er hat angefangen. Es ist hoffnungslos. Sag das nicht, wir kriegen das schon wieder hin. Na los. Nein, das schaffen wir nicht. Natürlich. Ich will mal was sagen, komm her. Ich will dir mal was sagen. Wenn etwas aussichtslos ist, dann soll man es lieber sein lassen. Aussichtslos? Na das hier, unser sogenannter Garten, das, was du hier vor dir siehst. Verfluchte Grundzeug und hör überhaupt auf, alles. Du reden. Nichts ist aussichtslos. Nichts. Du irrst dich. Nein. Ich hasse es, wenn du sowas sagst. Komm schon. Tut mir leid. Ist schon gut, ist schon gut. Schon gut. Ich verstehe, ist schon okay. Tut mir leid. Ist schon gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Schon okay. Also, Cici hat den guten Craig am Hals und der ist ihm auf den Fersen wie ein Spürhund. Nicht, dass es irgendwas nützen würde. Nur Cici zeigt sich davon beeindruckt. Also, mir geht dieser Craig furchtbar auf die Nerven. Er ist eine Plage. Seine Anspielung heute auf meine Figur. Eine Unverfrorenheit. Wie kommt der Kerl überhaupt dazu, zu behaupten, dass ich in die Breite gehe? Als ich Cici gesagt habe, dass er müde aussieht, schien er richtig dankbar zu sein, dass ich um ihn besorgt bin. Ich hatte das Gefühl, dass er regelrecht auftaucht. Das hat mich gleich in meinen Plänen bestärkt. Ich meine, da Sie ja jetzt aus dem Rennen sind, könnte ich mich doch wieder an ihn ranmachen. Möglicherweise werde ich seine Freundin. Tja, wer weiß. Vielleicht habe ich Glück und er macht mich wieder zu seiner Frau. Keine Angst, das passiert nicht. Meine Güte, hatten Sie nicht so viel zu tun? Alles erledigt. Ich hatte sogar noch Zeit einzukaufen. Oh. Hoppla. Ich war doch mit Einkaufen dran. Sie waren beschäftigt und der Supermarkt lag auf dem Weg. Ich soll mich bloß nicht dafür bedanken, stimmt's? Das können Sie noch nach dem Essen tun. Von Eden weiß ich, dass Sie Steaks mögen. Ich lasse mir von den Kindern helfen. Na, das gibt ein schönes Fiasko, wenn die Kinder mitkochen. Ist Ihnen das klar? Sie können das Gemüse schnippeln. Sowas gefällt Ihnen. Ich will nur nicht, dass Sie vergessen, an sich zu denken, an Ihr Privatleben. Ach, um eins muss ich Sie tatsächlich bitten, Cruz. Und das wäre? Zeigen Sie sich überrascht. Alles in Ordnung? Ja. Nur etwas überrascht stellt sich. Ich weiß nicht genau, was da über mich gekommen ist. Und was ist
dir doch nicht zum ersten Mal passiert, oder? Nein. Wir haben uns schon mal geküsst und unter freiem Himmel geschlafen. Doch eben war es anders. Was meinst du mit anders? Glaubst du, dass es falsch ist, mich zu mögen oder mir deine Gefühle zu zeigen? Nein. Ach, zum Teufel mit allem. So habe ich dich noch nie sprechen hören. Du hältst mich für ein wohlerzogenes Mädchen, das nicht so reagiert. Es sind nicht die Worte, es ist das Gefühl, was dahinter steckt. Hat es dich verletzt, dass ich mich abgewendet habe? Nein. Nein. Das hat mich nicht verletzt. Das könntest du auch gar nicht. Mich verletzen. Schon einmal versucht. Und es hat nicht geklappt. Komm rein. Vermutlich bin ich nicht die perfekte Frau für Sisi, Gina. Aber Sie erst recht nicht. Sie bekommen ihn nur über meine Leiche. Oh Gott, Sie sind ja wach. Das haben Sie mit Absicht gemacht. Sie wollen wohl, dass ich eine Fehlgeburt bekomme, was? Unfassbar, das darf nicht. Sie sind eine gehässige, gemeine Person. Was machen Sie denn da, Gina? Sie hat gesprochen, wir haben miteinander gesprochen. Wirklich? Ich weiß doch noch, was gewesen ist. Sie hat sich kein Deut verändert. Glauben Sie mir, sie war bei vollem Bewusstsein. Ich sage, Cecilia soll einen Arzt holen. Hören Sie, Sophia, die Ereignisse werden sich überschlagen, wenn er zurückkommt. Ich frage mich nur, erinnern Sie sich wohl noch an die kleine Plauderei, bei der ich Ihnen den Vater meines Kindes genannt habe? Dass ich schwanger bin, wissen Sie doch. Hören Sie! Können Sie mich verstehen? Sophia, ich bin's, Rosa. Sophia, verstehen Sie mich? Ich bin's, Rosa. Was ist das? Nennen Sie Scharfblick, glaube ich. Den mögen Sie doch, oder? Ja, das stimmt. Also, er besteht aus 2 Teilen Gin, 1 Teil Limonsaft und ist ungesüßt. Eigentlich käme Zucker rein, aber das mögen Sie nicht, sagt Ihnen. Ja, das stimmt, ja. Danke. Na los, probieren Sie mal. Schmeckt fabelhaft. Katharina, wir können jeden Moment aufhören, wenn du das willst. Du brauchst nur ein Wort zu sagen, dann lasse ich dich. Nein, ich will nicht, dass du... Sag nichts. Sag jetzt nichts. Ich will nicht reden, ich will nicht denken, ich will bloß die Welt vergessen. Ja, es gibt nur noch dich und mich, komm. Ich hätte mich nicht zu den letzten 2 Kilometern überreden lassen sollen. Meine Füße tun furchtbar weh. Ich bin durchgeschwitzt. Ich werde am besten mal duschen. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.